Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Code Veronica X. Wir bleiben jetzt hier mal 10 Minuten stehen und hören uns dieses Geräusch an. Was haltet ihr davon? Oh, Claire gefällt's auch. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich höre mir jetzt dieses 10 Minuten an. Da bin ich ja blöd. Bin ich ja blöd. Das mache ich nicht. Ihr auch nicht. Sicher nicht. Oh, ich muss gerade überlegen, wo sind wir denn jetzt hier? Aha. Ja, Blut, hey, du Schwein. Oh, guck mal, ich glaube, hier können wir uns das ausdrucken. Eine Karte dieser Trainingsanlage. Die können wir ausdrucken, natürlich. Ich glaube, das ist eins der Spiele, in dem ich niemals eine Karte brauchen werde. Warum auch immer, ich kenne die immer noch. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man sich das mal ein bisschen gemerkt hat. Oh, da ist ein Kraut, das werde ich aber liegen lassen, weil ich habe nicht keinen Platz. Oh Gott. Die Armbrust ist einerseits richtig cool, aber andererseits, ne? Einfaches Schloss. Ich habe keinen Schlüssel, also kein Dietrich. Jill ist ja Master of Unlocking, wissen wir ja. So. Ah, hätte ich noch Platz hier, ne? Hätte ich noch ein wenig Platz. Ich glaube, das Gute an der Armbrust ist übrigens, da wir jetzt nochmal Pfeile kriegen, man kann alles reinladen in das Teil. Deswegen macht es die so praktisch. Da guck, 60 Pfeile schon drin. Geil, ne? Psch, geil. Und da haben wir da auch noch irgendwo was, oder? In dem Spind war da nichts? Nö. Quietsch, quietsch. Da noch was? In dem Schrank wird bestimmt etwas gelagert. Für die Tür brauche ich einen besonderen Schlüssel. Ach man. Ja, kannst du mal... Nee, hier gibt's nichts. Das ist auch so ein Problem des Spiels. Man hat immer zu wenig Platz und Kisten gibt's ja am Anfang erstmal gar nicht. Deswegen muss man da viel umdisponieren. Oh, das Geräusch. Mm. Warte mal, da liegen auch noch Pfeile, sehe ich gerade. Haha. Gib, 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 gib. Ich finde das voll gut mit dem Zusammenlegen. Also wenn ich es jetzt falsch gemacht hätte, hätte ich das Kraut nutzen müssen oder runter zu der Kiste. Also dieses Fach, wo man die ganzen nicht-metallischen Gegenstände rein... die metallischen Gegenstände reinlegt und müsste da was weglegen. Aber das ist voll umständlich. Ja, ja. Ich glaube, das Ding kann ich jetzt ein bisschen leer schießen. Das macht kaum einen Unterschied. Oha. Oh. Hi. Lass mich gerade schmamschen. Ich glaube, der hier steht bald auf, ne? Oh. Antatschen. Die Toten antatschen. Und da rennen die Kackis weg. Voll gut. Ich hätte gerne bald mal eine Kiste. Ich weiß, dass hier zum Beispiel noch Zeug drin liegt, aber ich glaube nicht, dass ich alles nehmen kann, oder? Oh, noch mehr Pfeile. Ja, dann... Pfeile sind gut. Die machen zwar kaum Schaden, aber ich meine, man kriegt sehr viele davon, wie ihr seht. Und es lohnt sich, sie aufzusammeln, weil später gibt es noch was Gutes. War nicht hier irgendwo noch eine Akte oder so? Hier ist nichts Interessantes. Also überall, wo die Tür aufsteht, gibt es auf jeden Fall noch Pfeile, ja. Da waren die alle hier im Bogenverein oder was? Haben die alle hier Bogenschießen gelernt? Oder halt Armbrustschießen? Ist da nicht noch ein Spind? Ne. Okay. So. Auf jeden Fall wird es langsam mal Zeit, dass wir hier weiterkommen. Also hinten weiterkommen mit einem Schlüssel oder so. Ich glaube nämlich, da gibt es bald einen. Guck mal, der Herr wollte in die Sauna. Jetzt ist er tot. Eine Sauna. Der Raum ist voll heißer Luft. Stell dir vor, deswegen nennt man es Sauna. Und? Das ist doch schön, die stehen hier nicht mehr auf, die bluten einfach, wenn sie hinfallen. Voll gut. Ein Ventil, das machen wir zu. Warum seht ihr gleich? Ich weiß es natürlich schon, warum. Und ihr jetzt auch. Da blinkt nämlich was im Wasser, seht ihr? Das sieht man natürlich nur, wenn man das Wasser abstellt. Und was haben wir? Ein Schlüssel mit Schild. Ja, hervorragend. Das Gerät kontrolliert den Wasserfluss. Es ist defekt. Zack. Ich glaube, soweit war es das hier dann aber auch schon. So. Also hier in der Anlage meine ich, die Türen, die wir jetzt erreichen konnten, da war jetzt nicht mehr viel, ne? Das war alles.
Dass der nicht aufsteht hier? Wundert mich. Und dieses Quietschen da oben, das ist schon unheimlich, ne? Von dem Ventilator. Ich fand das damals total unheimlich hier. Da habe ich das gespielt, da war ich 2001, da war ich 20. Ja, ich fand das cool damals. Ich finde es auch heute noch cool, aber ich weiß ja jetzt, was mich erwartet. Von daher ist es nicht mehr ganz so schlimm. Also damals hatte ich da echt Bammel beim Blindspielen. Das ist ja das. Ich würde am liebsten jedes Resident Evil, was ich jemals gespielt habe, also nicht alle, jetzt Extraction zum Beispiel nicht, oder ja doch, eigentlich Revelations 2, auf jeden Fall nur nicht die DLCs. Habt ihr mitgekriegt, dass ich die abgebrochen habe, ne? Hoffentlich. Ich habe halt nur am Ende einen Text irgendwie falsch eingesprochen. Das war ein bisschen peinlich. Aber ich war da ein bisschen verpeilt beim Zusammenschneiden des Videos. So, jetzt haben wir nämlich schon ein paar Sprengpfeile, wie ihr gesehen habt. Die können wir kombinieren. Und jetzt haben wir hier 10 Sprengpfeile. Yay. Diese gilt es auf jeden Fall aufzuheben, weil die sind richtig gut. Ich meine, das hat auch schon Rambo gewusst, dass die Dinger echt was taugen. Aber ich glaube, das war's jetzt hier soweit. Wir können jetzt schon weitergehen. Es gibt ja noch einen Weg, den wir nicht eingeschlagen haben. Aber keine Sorge, ich werde natürlich alles mitnehmen, jeden Text vorlesen und so weiter und so fort. Ich hoffe mal nicht, dass ich welche verpasse. Da ist noch ein Hundi, deswegen... Ja, es ist ein bisschen doof, man erkennt deutlich den Unterschied zwischen der PAL- und der NTSC-Version, weil in der PAL-Version, da läuft sie ganz langsam irgendwie. Und auch Schießen und Inventar, alles ist so ein bisschen verzögert. Oh Gott, überall Zombies. Aber es lohnt sich nicht, die zu... Ja, kotz mich an. Stehe ich drauf, vorher weißt du das. Nee, ehrlich gesagt nicht. Und hier sitzt Hundis. Komm, Hundi. Hundi. Ich weiß gar nicht, wie viel Munition ich noch da drin habe. Ich muss mal gucken. Oh. 11. Heißt das 11 Schuss oder was? Ich weiß es echt nicht. Ja. Wenn ich jetzt noch 9... Okay, es sind wirklich noch 9 Schuss jetzt. Da hinten liegt was. Das kann ich aber noch nicht aufheben. Ich kann es schon aufheben, aber es bringt mir echt nichts. Von daher lasse ich es auch nochmal liegen. Und hier gibt es, glaube ich, nur eine... Oder? Gibt es hier eine Kiste? Lass mal gucken. Gehen wir erstmal hier gucken. Ich weiß nur, wir müssen ins Herrenhaus. Oh, jetzt habe ich schon verraten. Ja, es gibt natürlich wieder ein Herrenhaus. In jedem Resident Evil, so ziemlich, gibt es ein Herrenhaus. Außer in Revelations, glaube ich, oder? Im ersten, da gibt es keins. Nimmst du mal die Muni? Danke. Ich frage mich auch, wie hoch man die stapeln kann. Wäre mir interessant, das rauszufinden. Eine Residenzkarte. Sonst nichts mehr. Ich glaube, hier liegt noch ein bisschen Kraut. Nee, noch mehr Pfeile. Ha. Sie können keine warum wohl? Weil... Jetzt kann ich sie aufheben. Voll doof, ne? Anstatt, dass sie sie gleich in die Armbrust lädt. Nee, ich kann nichts mehr tragen. Zurückgelassene, verrostete Baumaterialien. Ja, aber gut, dass hier alles so ein bisschen blinkt, ne? Habt ihr eben gesehen, das würde man sonst nie finden, das Teil da hinten. Das ist voll gut. Aber es bringt mir halt noch nichts, wenn ich das aufsammle. Es ist wieder nur Ballast. Und wer braucht schon Ballast in einem Resident Evil? Da, wo die Leute hier mit... Weiß nicht. Hosen... Also, die haben halt nie Hosen mit Taschen und so, ne? Das ist alles immer blank. Keine Taschen. Die stopfen sich das unters Hemd oder so. So wenig Platz haben die. Gefühlt. Hässlich. Hässlich. Ach, guck mal, da liegt noch mehr Munition. Gibt's hier noch was? Ich meine, hier brauche ich auf jeden Fall was. 135 schon. Sehr geil. Uninteressant. So, ich glaube, hier oben war was. Tap, 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 tap. Genau, da gab's eine Kiste, aber ich habe immer noch Schuss. Das ist schlecht. Kein Zombie. Ich dachte, hier steht einer. Manchmal verstecken die sich. Die Schweinchen. Mhm. Och, diese beruhigende Speichermusik, das ist voll gut, finde ich. Da weiß man jedes Mal, dass schön ist, weil alles sicher ist und alles ruhig und so. Oh. So, den Feuerlöscher lege ich mal rein. Ich nehme noch ein Farbband mit. Das mit. So. Ich glaube, die Pistolen lasse ich noch ganz kurz, weil die möchte ich noch leer schießen, wenn es geht. Die Doppelschusspistolen da. Warte mal, jetzt habe ich was vergessen. Jetzt wollte ich ja die Pfeile reinladen.
das ist voll gut. Irgendwann habe ich da so ein Teil mit 200 Schuss und habe wirklich noch nichts dafür getan. Also ich habe einfach nur aufgesammelt. Ich musste nicht arbeiten dafür, versteht ihr? Ich musste keine Gegner töten oder sowas. So, da ist nämlich ein Text. Notiz des Sekretärs. Der wahrscheinlich im Knast saß. Seit 4 Jahren diene ich Sir Alfred nun schon. Er vertraut niemandem. Obwohl ich sein Sekretär bin, darf ich sein Privatanwesen immer noch nicht betreten. Was hat er bloß für ein Problem? Man sagt, er lebe mit seiner Zwillingsschwester Alexia in dem Haus oben auf dem Hügel. Manchmal habe ich dort jemanden am Fenster stehen sehen. Es könnte dieser Alexia gewesen sein, von deren außergewöhnlicher Schönheit hier alle schwärmen. Ich habe Sir Alfred einmal darauf angesprochen, aber das brachte ihn nur in Wut. Obwohl ich sein Privatsekretär bin, lässt er mir ja nichts durchgehen. Ich glaube, wenn ich noch einmal nach ihr frage, bringe ich mich in Lebensgefahr. Auf jeden Fall ist es nicht nur mir ein Rätsel, warum er aus seinem Privatleben mit Alexia ein solches Geheimnis macht. Robert Dawson. Ja, warum wohl? Oh, warte, muss ich das da lang schieben? Ist eigentlich egal, oder? Ist egal, in welche Richtung. Da liegt nämlich was drunter, seht mal. Aha. Eine Karte, eine ID-Karte. Und die können wir jetzt erstmal untersuchen. Prüfen. Und da steht nämlich was drauf, seht mal. NTC 0394. Eine ID-Karte für Umbrella-Angestellte. Das Wort NTC 0394 ist zu erkennen. Das ist kein Wort, das ist ein Code. Nur mal so. Dankeschön. Wollte ich nur mal klarstellen. So, durch die Tür können wir auch nicht gehen. Ihr seht die Einfassung. Das sind 2 goldene Luger. Und goldene Luger, das sind, glaube ich, Pistolen aus dem Ersten Weltkrieg. Also nicht Gold, aber die waren aus dem Ersten Weltkrieg, das Modell. Nö? Sowas halt. Jetzt haben wir die Karte und die können wir jetzt unten am PC einsetzen. Also nicht einsetzen, aber wir können den Code eingeben. Ich glaube, man schmeißt sie dann gar nicht weg, die Karte. Finde ich ein bisschen doof. So. Sicherheitsverriegelung aktiv. Zum Entriegeln ID-Nummer eingeben. Bitte ID-Nummer eingeben. Oh, keiner hat so eine Tastatur, ganz ehrlich. Nicht WASD und gar nichts. So, NTC 0394. Ich kannte das mal eine Zeit lang wirklich auswendig. Und jetzt, da ich sie gesehen habe, habe ich mich auch sofort wieder dran erinnert an die Nummer. Das Schloss wird entriegelt. Also theoretisch hätte ich sie gar nicht aufsammeln müssen. Ich hätte sie jetzt auch wieder ablegen können, die Karte. Oh, ach so. Okay, dann. Ist cool. Uninteressant. Uninteressant. Es gibt hier noch eine Menge zu finden. Ja, ja. Oh, oh. Das war's. Das kann ich gleich auch langsam mal ablegen, das Teil, ne? Stirbst du jetzt mal? Danke. Du Arschclown. Immer noch einer. Sage mal. Ach, du noch. Okay. Ich werde mal ganz kurz die Knarren ablegen, weil es macht echt keinen Sinn, jetzt noch damit rumzulaufen, finde ich. Das macht keinen Sinn. Weil die brauchen nur 2 Plätze und das ist echt viel hier im Spiel. Das ist echt viel. So. Kann ich eigentlich auch so nachladen mit der Knarre? Nee, leider nicht. Also man kann nicht so nachladen. Deswegen lohnt sich's. Das habe ich auch so immer gemacht. Jetzt beim Remake zum Beispiel, da bin ich echt immer ins Menü am Anfang, weil ich das nicht geschnallt hatte, dass man es wirklich auch so... Also in Teil 4 geht das ja auch. Da gibt es, glaube ich, auch keine Pause, wenn man im Menü ist. Oh Leute, Teil 4 mache ich auch nochmal übrigens. Da wurde ich auch schon gefragt. Ich meine, das habe ich auch schon gespielt. Die HD-Version. Ich habe es auch schon im Livestream mal gespielt. Die PC-HD-Remake-Version. Aber ich finde, es macht schon was her. Also es sieht ganz schick aus. Und wer es halt nicht kennt, da haben sich dann auch einige wieder beschwert. Dass sie sagten, wer braucht denn das, wenn man das Original kennt? Ja, für die paar Euro, ganz ehrlich. Das ist ja das. Nicht jeder ist damals in das Vergnügen oder hat das Vergnügen gehabt, was zu spielen. Dann kauft man sich's halt später. Genauso wie das HD-Remake von Last of Us. Das war ja auch so ein Ding. Da haben sich dann auch einige beschwert. Bei mir beschwert, weil ich die HD-Version spiele, dieses Remake. Das wäre ja nicht nötig und so ist es eigentlich auch nicht. Aber wie gesagt, nicht jeder hat die alten Konsolen, ne? Wisst ihr? Bisschen Gedanken machen mal selber. Na? Jetzt richtig tot. Es dauert manchmal ein bisschen, bis die sterben.
Fest verschlossen. Ein goldenes Emblem ist eingraviert. Oh, wie praktisch. Aber es geht ja sehr schnell mit dem Nachladen, wie ihr seht. So. Oh. Ach genau, das war das hier, ne? Da kann ich aber noch nicht viel machen, glaube ich. Oha. Eine Ameise. Was haben wir denn hier? Ein ameisenförmiges Juwel. Darunter ist ein Schalter. Natürlich drücken wir den. Ich finde die ja total unheimlich, die Kinder. Hat was von Silent Hill sogar, ne? Bah. Pfui, bah. Okay. Ah, guck mal hier. Ein Steuerrad, das können wir gleich nutzen. Aber da ist noch was. Nehmen wir das mal mit. Gewehre aus verschiedenen Ländern. Ja, ich möchte gerne das hier. Ein Steuerrad. Und noch was Schönes. Ein paar Goldluger. Die nehmen wir auch mit. Oh nein. Jetzt wird's heiß. Wir kommen hier nicht raus. Der Ausgang ist völlig blockiert. Nee. Nee, nicht ausrüsten. Nutzen. Achso. Der Griff ist fein verziert. Benötigt 30er Luger-Patronen. Ja, ja. Ja, kannst du mal... Ja. Müssen wir leider reinhängen, denn das ist verboten, die mitzunehmen. Gerade die Goldluger, warum denn die? Wegen der Tür wahrscheinlich oben, ne? Und das Einzige, was passiert ist, dass es heiß wird. Na toll. Mehr ist das nicht. So, dann hauen wir wieder ab. Ich meine, wir können nicht viel tun hier. Aber wir haben immerhin das Steuerrad, ich meine... Ne? Das hilft uns auch schon weiter. Lalalala. Und für das grüne Kraut nehmen wir das rote noch mit. So, und haben gemischtes. Das ist immer fein. So, warte mal. Ich glaube, jetzt wird gleich schon was passieren. Oder kommt das später? Weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh ja. Help me! Steve? Oh, ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Ja, wenn man jetzt eigentlich gerade von hier kommt. Ich glaube, ich habe damals ewig gebraucht, bis ich da hingekommen bin. Auf die Idee, dass er da irgendwo sein könnte, ne? Ewig habe ich gebraucht, weil es macht ja keinen Sinn. Hier ist alles zu. Wie soll er an uns vorbeigekommen sein, der Kerl? Puls, du. Oh oh. Steve ist in Gefahr. Auf der Kontrolltafel ist ein Text. Mein Zorn wird sich legen, wenn die Paare hier sind. Den Schalter betätigen. Ja, hier sind mehrere Schalter. Welchen Schalter drücken? Warte mal, das sind Waffen. Das heißt D. Nee, Quatsch. E und C. Okay. Ein Paar, nämlich Waffen. That was too close. But I found something. Thanks to you. Looks cool, huh? Oh, I need those. Give them to me. You gotta be kidding. I found it, and I'm keeping it. Fine. Let's make a deal.
I'll trade you for something fully automatic. See you around, Claire. Adios. Hey, wait, Steve! Oh Mann, so ein Jungspund. Naja, aber Steve ist nicht so verkehrt, wie man jetzt denken könnte. Gut, Leute, ich würde sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle. Ich würde mich wie immer über ein bisschen Feedback freuen. Likes, Kommentare und Einschalten zu Resident Evil Code Veronica X.